Mit dem Corona-Steuerhilfegesetz ergreifen wir weitere Maßnahmen, um die Menschen und Unternehmen in diesem Land über diese Krise zu helfen. Die Gastronomie ist besonders gebeutelt in diesen Tagen. Deshalb werden wir mit dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 19% auf 7% die Gastronomie unterstützen, wie wir es auch schon beim Kurzarbeitergeld und bei den Zuschussprogrammen getan haben. Jetzt hoffen wir auf einen guten Sommer, damit die Außengastronomie wieder nachholen kann. In einem Aufbauprogramm werden wir weitere Maßnahmen für diesen Bereich in Aussicht stellen. Zwei wichtige Punkte dabei sind, dass wir die Fristen für die Kommunen verlängert haben, die neuen Regeln für die Umsatzbesteuerung anzuwenden. Die sind eigentlich anzuwenden gewesen ab dem 01.01.2016 mit einer Verlängerung bis Ende dieses Jahres. Aber aufgrund der Corona-Pandemie waren die Kommunen nicht in der Lage, dies alles einzeln umzusetzen. Und es gibt viele offene Fragen. Von daher ist es gut, dass wir heute gemeinsam beschlossen haben, diese Regelung weiter zu verlängern. Wir haben dann noch heute weiter regeln können, dass der Zuschuss, den die Arbeitgeber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zahlen können, aufgrund der zusätzlichen Leistungen im Rahmen der Corona-Pandemie in Höhe von 1.500 Euro steuerfrei ist. Das ist angekündigt worden bereits durch den Bundesfinanzminister. Wir haben jetzt die gesetzlichen Regelungen dafür geschaffen. Also der Arbeitgeber kann 1.500 Euro zusätzlich entlohnen, so ist lohnsteuerfrei und sozialversicherungsfrei. Das ist, glaube ich, ein gutes Signal, was wir heute damit senden. Berufstätige Eltern sind vor große Herausforderungen gestellt. Beruf und die Betreuung der Kinder, deren Schulen und Kindergärten geschlossen sind, unter einen Hut zu bringen. Deshalb haben wir in diesem Gesetz sichergestellt, dass Eltern, die die Betreuung anders nicht sicherstellen können, nach Infektionsschutzgesetz nicht nur 6 Wochen Unterstützung bekommen, sondern 10 Wochen bzw. Alleinerziehende 20 Wochen. Wir sind auch froh, dass behinderte Erwachsene die Betreuung zu Hause benötigen, weil die Einrichtungen geschlossen haben, auch unter diese Förderung fallen. Wir haben aber auch gemerkt, dass Schulen und Kommunen nicht hinreichend auf digitalen Unterricht vorbereitet sind. Deshalb werden wir in einem Aufbaugesetz hier einen Schwerpunkt setzen. Wir brauchen die Digitalisierung der Schule auch für den Normalbetrieb und werden hier Förderungen in den nächsten Wochen beschließen. Mit dem heutigen Steuergesetz haben wir den ersten Aufschlag gemacht. Es wird wichtig sein, weitere Steuergesetze zu verabschieden, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Von daher werden wir als CDU-CSU-Fraktion weiter uns dafür einsetzen, dass die Verlustverrechnung verbessert wird, dass Fristen bei dem Investitionsabzugsbetrag nach 7G-Einkommenssteuergesetz verlängert werden. Und andere Dinge sind auf der Agenda. Wir werden ein großes Konjunktursteuerpaket mit der SPD zusammen verabschieden müssen. Und wir sind in den Beratungen und werden da zügig zu Ergebnissen kommen. Und wie gesagt, die Verluste sind der wesentliche Punkt, weil wir diese verrechnen müssen, um so Liquidität in die Unternehmen zu bringen.